klopft an der Tür. Oh, und es klingelt sogar. Meinst du, ich soll mal aufmachen gehen? Wer klopft denn da? Der Nikolaus. Oh, der Nikolaus. Hallo. Bitte treten Sie ein, lieber Nikolaus. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie Platz, lieber Nikolaus. Sehr gerne. Habt ihr denn etwas vorbereitet? Ja, guter Nikolaus, wir wollten dir eine Geschichte vorlesen. Bist du damit einverstanden? Ja, gerne, ich bin gespannt. Das ist sogar eine Geschichte von dir. Eine Rose vom Nikolaus. Oh. Julius liebt Mona und weil er ein alter Romantiker ist, will er ihr eine Rose schenken. Denn es ist Nikolaustag. Am Nikolaustag tut man solche Dinge. Auch wenn man kein Kind mehr ist und vielleicht gar nicht mehr an den Nikolaus glaubt. Dafür ist die Rose so rot wie der Nikolausmantel und Julius ist sehr stolz auf seine Wahl. Er ist extra früh aufgestanden, um der Erste im Blumenladen zu sein. Kurz hat er überlegt, ob er auch noch Brötchen kaufen sollte. Aber dann wäre ja die Rose keine Überraschung mehr gewesen, sondern nur ein Mitbringsel. Er würde ihr die Rose einfach in den Briefkasten stecken und warten, bis sie anruft. Als er jedoch in Monas Straße einbiegt, sieht er Jens. Jens redet mit Mona und sie stehen ziemlich dicht beieinander. Julius fragt sich, was Jens um diese Zeit vor Monas Haustür tut und kommt zu dem Schluss, dass das ja wohl nur eines bedeuten kann. Jens. Damit hätte er nicht gerechnet. Und wie die beiden lachen. Da dreht Julius sich um und läuft davon. Sie sollen ihn auf keinen Fall sehen. Und weil er jetzt nicht mehr weiß, wohin mit der doofen Rose, legt er sie einfach auf das nächstbeste parkende Auto. Einen Clio. Der Clio gehört Frau B. Frau B. hat ihr ganzes Leben noch keine Rose geschenkt bekommen. Als sie zur Arbeit fahren will, sieht sie die Blume und weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Das muss wohl ein Irrtum sein. Frau B. kennt niemand, der ihr eine Rose schenken würde. Sie wiegt 117 Kilo und hatte noch nie einen Freund. Irgendwann wurde ihr klar, dass sie sich zwischen einem Mann und ihrer Liebe zu Frittiertem und Gezuckertem entscheiden muss. Und sie konnte sich ein Leben ohne dasselbige nicht vorstellen. Damit hatte sie sich abgefunden. Sie kennt die Nummer des Pizzamanns und des Chinamanns. Und das ist auch nicht schlecht. Aber eine Rose bekommt sie von denen wohl nicht. Also greift sie nach der Rose und denkt, bestimmt will mich jemand veralbern. Weil das kein schöner Gedanke ist, legt sie die Blume auf die niedrige Mauer, die den Garten des Mietshauses säumt, steigt in ihr Auto und fährt davon. Auf der Mauer findet Fred die Rose. Hocherfreut nimmt er sie an sich und beschließt, sie Konstanze zu schenken, die seit 6 Wochen seine Freundin ist. Unüberlegterweise erzählt Fred Konstanze, wie er zu der Rose gekommen ist. Und Konstanze findet das überhaupt nicht lustig, sondern ziemlich empörend, weil er zugibt, dass sie die Rose nicht gekauft, sondern nur zufällig gefunden hat. Fred versteht den Unterschied nicht und Konstanze faucht, da könne sie ja von Glück sagen, dass er keine Bananenschale gefunden habe. Das findet Fred albern und auch ein bisschen ungerecht, denn schließlich hat er beim Anblick der Rose sofort an Konstanze gedacht. Das aber macht Konstanze noch wütender. An wen hätte er bitteschön sonst denken sollen? Fred ahnt, dass das kein entspannter Nachmittag wird und beschließt, sich zu verabschieden und ein anderes Mal wiederzukommen. Was Konstanze zur Weißglut bringt. Typisch Mann, einfach weglaufen. Sie nimmt die Rose und stürmt schnurstracks nach draußen zur Biotonne, wo sie sie entsorgt. Weil es jedoch mittwochs ist und mittwochs immer die Biotonne geleert wird, ist sie so voll, dass der Deckel nicht mehr zugeht. Die Rose schwankt einen Moment und fällt schließlich neben die Tonne. Somit bleibt die Rose da liegen und mit etwas Pech wäre sie überrollt worden. Denn nur eine halbe Stunde später kommt die Müllabfuhr. Aber zuvor geschieht etwas anderes. Nele findet die Rose auf der Erde, hebt sie auf und riecht daran. Nele ist 3 Jahre alt und sollte wissen, dass sie nichts von der Erde aufheben soll und nichts anfassen darf, was im Müll liegt. Diese Regel kann sich Nele schlecht merken, weil es so viele interessante Dinge auf der Erde und auch im Müll gibt.
Also zeigt sie die Rose ihrer Mutter und sagt, guck mal, wie die riecht. Was ja gar nicht geht, weil man ja nicht sehen kann, wie etwas riecht. Aber das weiß Nele noch nicht und ihre Mutter will sich mit solchen Feinheiten nicht aufhalten, sondern wissen, woher Nele die Rose hat. Nele zeigt in Richtung Biotonne, neben der allerdings auch noch ein Fahrrad mit Korb und ein Kinderwagen steht. Neles Mutter entscheidet sich für das Fahrrad mit Korb und legt die Rose da hinein, ohne darüber nachzudenken, dass ihr Töchterchen niemals an diesen Fahrradkorb drangekommen wäre. Aber auch das tut jetzt nichts zur Sache, denn die beiden sind richtig in Eile, weil in genau 3 Minuten die Kindermalgruppe beginnt, zu der sie mal wieder zu spät kommen werden. Der Fahrradkorb gehört Mona und das Fahrrad auch. Als sie 2 Stunden später aus dem Haus kommt, in dem sie zusammen mit Jens und 2 anderen Studenten für eine schwierige Prüfung gelernt hat und völlig erschöpft ist, weil sie bereits um 8 Uhr in der Früh angefangen haben, sieht sie die Rose und ihr Gesicht hält sich auf. Sie denkt an Julius. Was ist sie für ein Glückspilz, dass sie so einen Freund hat, der ihr am Nikolaustag eine Rose schenkt. Denn natürlich steht es außer Frage, dass diese Rose von Julius ist, der extra hierher geradelt ist, um ihr zum Nikolaus eine Freude zu machen. Und deshalb holt sie an Ort und Stelle ihr Handy heraus, um Julius anzurufen und zu sagen, ich liebe dich, mein Schatz, danke für die Rose. Julius am anderen Ende der Leitung hat keine Ahnung, wie ihm geschieht und wie sich das jetzt so zugetragen haben kann. Aber so ist das wohl bei den meisten Happy Ends. Das Glück sucht sich eine Lücke und auf einmal ist es da. Eine sehr schöne Geschichte. Das freut mich, dass sie dir gefällt. Bestimmt musst du noch weiterziehen und zu den anderen Kindern gehen. Ja, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Werde mich bald auf den Weg machen. Zum Abschied wollen wir dann noch ein Lied singen. Sehr gerne. Stunden